willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Wenn euch die Videos gefallen, kann ich euch gerne hier oben in der Infocard meine letzte Folge verlinken. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, da werde ich vom Nerd zum beliebten Mädchen. Und dann würde ich sagen, let's go! Ein weiterer wunderbarer Morgen hier in Brookhaven. Meine Mama hat bestimmt schon Frühstück gemacht. Mama, bist du wach? Hallo? Oh, guten Morgen, Ronja. Guten Morgen, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Ja, natürlich. Und du? Ich auch, ich hatte einen super Traum. Wir sind in ein neues Haus gezogen und wir hatten einen Pool und wir haben Urlaub gemacht und wir waren in Bali und das war super. Und dann habe ich noch einen kleinen Hund gekriegt und dann waren wir noch in der Schule und die haben gesagt, Schule ist nie wieder und ich habe jetzt für immer schulfrei. Ach, das klingt ja toll. Ja, das war auch toll. Haben wir irgendwas? Ja, im Kühlschrank. Alles klar, ich hole mir kurz Essen und dann können wir auch gleich los. Keine Ahnung. Was haben wir heute vor? Was machen wir heute? Wenn du fertig gegessen hast, müssen wir zum Adoptionscenter. Okay. Wieso das? Was haben wir vor? Kriege ich eine neue Schwester? Adoptieren wir mir eine Schwester? Oh mein Gott. Mama, du bist die Beste. Oh mein Gott. Ich will schon immer Geschwisterkinder. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Heute ist der beste Tag der Welt. Ich ziehe ins Ausland und kann es mir nicht leisten, dich mitzunehmen. Warte, was? Wie, du ziehst ins Ausland und kannst es dir nicht leisten, mich mitzunehmen. Du willst mich einfach adoptieren lassen? Du willst mich adoptieren lassen? Ich bin deine einzige Tochter. Wie, das ist doch nicht dein Ernst. Du ziehst doch nicht ins Ausland. Seit wann willst du denn ins Ausland? Darum muss ich dir eine neue Familie suchen. Mama, es ist nicht der 1. April. Hä? Machst du Witze? Das ist doch Quatsch. Es tut mir leid, aber ich halte diese Stadt einfach nicht mehr aus. Okay, ich schätze mal, so ist es dann. Okay, dann lass uns zum Adoptionscenter gehen. Vielleicht finden wir ja eine nette Familie. Vielleicht eine, die mich nicht abgibt, weil sie ins Ausland zieht. Keine Ahnung. So, hier sind wir. Du musst dich allein drum kümmern. Ich muss jetzt packen. Ja, okay. Okay, mach das. Hallo, ist hier irgendjemand? Ich suche eine neue Familie. Ich muss adoptiert werden. Hey, suchst du eine Familie? Ja, ich suche eine Familie. Meine Mutter hat mich hier gerade abgegeben. Ich soll mir eine neue Familie suchen. Willst du mich adoptieren? Na, dann komm mal mit. Oh mein Gott, okay, dass das so schnell geht. Ich meine, der sieht ein bisschen gruselig aus. Irgendwie sieht der nicht aus wie ein normaler Mensch. Aber das ist okay. Ich schätze, das ist mein neues Leben. Oh, das ist sein Auto. Oh, das sieht gruselig aus. Okay, bin drin. Wir können los. Aber was ist, wenn das ein gruseliger Mann ist? Was ist, wenn ich gerade entführt werde? Was ist, wenn das hier gerade mein Entführungsfahrzeug ist und es ist das letzte Mal, dass ich meine Mutter oder irgendeine Menschenseele gesehen habe? Okay, das ist jetzt nicht super unwahrscheinlich. Ist das da vorne das Haus? Es ist alles so dunkel. Es ist alles so dunkel. Okay, ich schätze mal, das ist mein neues Zuhause hier. Wohnt hier noch jemand anderes oder sind wir die einzigen beiden? Oh, wer bist du denn? Hi, wer ist das? Mittagessen? Wie jetzt Mittagessen? Ich bin kein Mittagessen. Ich bin nicht der Pizzalieferant. Das ist unsere neue Tochter. Hehehe. Wieso hehehe? Wieso hehehe? Das gefällt mir gar nicht. Das macht mich unruhig. Die Leute sehen... Kein Essen. Okay, kein Essen ist gut. Kein Essen ist gut. Okay, irgendwas ist hier aber... nicht ganz richtig. Was? Hast du sie adoptiert? Okay, ja, folgendes ist passiert. Meine Mutter ist ins Ausland gezogen und hat mich zur Adoption freigegeben, scheinbar. Ich weiß auch erst heute Morgen davon. Und ich habe Levi im Adoptionszentrum getroffen. Und scheinbar bin ich jetzt Teil eurer Familie. Hi, ich bin Ronja. Oh, okay. Naja, dann komm mal mit. Und ich zeige dir deinen Sarg. Mein Sarg. Meinst du nicht mein Schlafzimmer? Und mein Bett? Wieso mein Sarg? Wieso mein Sarg? Ist das mein Sarg? Wieso kriege ich einen Sarg? Das hier ist dein Sarg. Okay. Ah, ihr seid schon auch normale Menschen, richtig? Ihr seid Emos. Und ihr tut gerne so... Wir sind Vampire. Okay, verstehe. Oh, das erklärt auch, warum er im Adoptionszentrum war, als es noch dunkel war. Weil ich habe gedacht, mitten in der Nacht ist da sicher keiner. Okay, ihr seid Vampire. Cool, cool, cool. Wenn du was leben willst, musst du dich anpassen. Okay, mich anpassen. Muss ich mich in einen Vampir verwandeln? Ist es das, was ihr wollt? Du solltest wissen, dass wir uns nur von Blut ernähren. Ach, wie schön. Das ist ja wirklich, was Schönes. Aber in der Schule oder so kann ich ja etwas anderes essen in der Cafeteria, oder? Also ich meine, da weiß ja keiner, dass ich euer Kind bin. Oder dass ich hier zu euch gehöre. In der Schule kannst du dir etwas anderes kaufen.
Okay, Gott sei Dank, immerhin. Das heißt, wir trinken nur hier Essen. Weißt du was? Vielleicht ist es gar nicht schlecht für meine Schulnoten, weil ich dann wirklich in die Schule muss. Aber hier gibt's nur Blut. Was ist, wenn ich mal krank bin? Was ist, wenn ich mal krank bin und ich kann nicht in die Schule? Und ihr geht mir kein normales Essen kaufen, weil ihr Vampire seid und ihr sagt, hier gibt's nur Blut, oder wie? Ist es so? Ja. Okay, verstehe. Was meintest du noch mit, ich muss mich anpassen? Also ich muss Blut trinken. Okay, das habe ich verstanden. Dein Style, der muss auch geändert werden. Wieso? Was ist stimmt nicht mit meinem Style? Sehe ich nicht? Ich meine, gut, ich sehe nicht wirklich vampirisch aus, das sehe ich. Ihr seid alle sehr, sehr schwarz-weiß angezogen. Oder eure Hautfarbe ist auch viel zu weiß oder grau. Also dein Mann ist das, glaube ich, ist grau. Du brauchst dunkle Kleidung. Okay, dann gehe ich mich umziehen, kein Problem. Sonst noch was? Und deine Haare. Was ist mit meinen Haaren? Meine Haare sind schön so. Ich will meine Haare nicht ändern. Alles klar, dann gehe ich mal in die Stadt und lass mir die Haare färben. Und dann kaufe ich noch ein paar Klamotten auf dem Rückweg und passe dann vielleicht besser dazu. So, hallo, ich würde mir gerne meine Haare färben lassen. Hallo, okay, wie alt bist du denn? Ich bin 12. Haben das deine Eltern denn erlaubt? Ja, meine Mama hat mich hergeschickt. Ich soll meine Haare schwarz färben lassen. Oh, okay. Na gut, dann setz dich mal hin. Okay, dann machst du. Du kannst mir auch eine neue Frisur geben, wenn du magst. Okay. War's das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, und fertig. Das sieht so anders aus. Ich sehe so anders aus. Ich sehe gar nicht mehr aus wie ich selber. Okay, aber ich schätze, das ist, wie es sein soll. Dann vielen Dank. Tschüss. Okay, dann geht's jetzt ab nach Hause und dann hole ich meine schwarzen Sachen. Ich habe eigentlich eine schwarze Hose und ein paar schwarze Oberteile. Das sollte nicht das Problem sein. Dann kann ich meine ganzen Sachen holen und rüber in mein neues Haus bringen. Vielleicht in meinen Schlafsack oder so. Okay, jetzt schnell meine Sachen holen. Oh, meine Mama ist auch noch da. Hallo Mama, ich gehe nur meine Sachen holen. Ich habe schon eine neue Familie. Was machst du denn noch hier? Wie gesagt, ich gehe meine Sachen holen. Ich brauche ja meine Klamotten. Oder willst du, dass ich mir meine ganze Kleidung neu kaufen soll? Also da brauche ich nämlich Geld von dir. Oh, okay, aber beeil dich. Willst du nicht wenigstens wissen, wer mich adoptiert hat und wo ich jetzt wohne und was meine neue Familie so macht? Interessiert es dich gar nicht? Wer denn? Es sind tatsächlich Vampire. Es handelt sich um Vampire. Ich wurde von Vampiren adoptiert. Super lieber Mann und super liebe Frau. Und die machen mich auch zu einem Vampir. Aber nicht wirklich. Ich muss mich nicht verwandeln, wenn ich nicht will. Und ich sollte deswegen meine Haare schwarz färben. Und dann male ich meine Haut weiß an. Und deswegen hole ich mir jetzt meine ganzen schwarzen Klamotten aus meinem Kleiderschrank. Erzähl doch keine Lügen. Vampire gibt es nicht. Doch. Und sie sind in unserer Nachbarschaft. Und sie sind netter, als du jemals sein wirst. Okay. So. Jetzt schnell meine Sachen holen. Hier ist mein Zimmer. Und zack. So, und das war's auch schon. Ich habe tatsächlich leider gar nicht so viele schwarze Sachen. Aber ich meine, das muss reichen. Es ist halb schwarz. Es ist ein Übergang quasi. Ich bin ja auch kein richtiger Vampir. Ich tue ja nur so. Okay, meine Mama ist scheinbar einfach auch gegangen. Ist jetzt nicht untypisch für sie scheinbar. Und meine Vampir... Oh mein Gott, die wohnen nebenan? Die wohnen nebenan? Das wusste ich gar nicht. Hi, ich bin wieder da. Ich habe jetzt meine Haare... Oh Gott, wo bist du hin unterwegs? Was hast du vor? Hallo, Tochter. Hi, Papa. Warum hast du eine Axt dabei? Ich gehe dann mal auf Menschensuche. Okay. Macht das viel Spaß? Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass ich mich als Vampir verkleide, damit mir sowas nicht passiert. Das ist ja wild. Ich habe nie mitgekriegt, dass in unserer Stadt Vampire wohnen. Okay, dann gehe ich mal... Wo ist denn das Bad hier in dem Haus? Wahrscheinlich oben? Nee, hier sind... Oh, die haben ein richtiges Schlafzimmer. Oh, vielleicht kann ich da mal schlafen. Da muss ich nicht in meinem Sarg. Warte, hier ist ein Computer. Wo ist denn hier ein Badezimmer? Badezimmer. Das ist das gleiche Schlafzimmer, in dem ich gerade war. Nee, ist es nicht. Wir haben hier drei Schlafzimmer. Oh, vielleicht kann ich doch. Warte mal, das kann ich gleich mal bei meiner Mama oder meinem Dad anmerken. Hallo, Mama. Wo ist denn euer Bad? Ich muss meine Haut weiß anmalen. Ist das hier hinten? Ah ja, hier ist das Bad. Oh, hallo. Wie findest du meine Haare? Sehen gut aus, oder? Das sieht schon viel besser aus. Okay, dann Haut und dann bin ich quasi einer von euch? Brauchst du Hilfe beim Schminken? Oh, das wäre super lieb, ja. Warte, kannst du mich einfach schminken? Ja, klar. Komm, wir machen das im Wohnzimmer. Okay. Oh, ich habe übrigens gesehen, ihr habt auch richtige Betten. Kann ich... Also, ich weiß, wir haben Schlafsärge. Aber können wir in den richtigen Betten auch schlafen? Na gut, aber nur übergangshalber. Okay, super. Dann, bin ich bereit für meine neue Hautfarbe.
So, fertig, das war's. Okay. Oh Gott, ich fühl mich auch schon viel mehr wie ein Vampir. Ich kann auch voll schnell rennen. Oh Gott, wer ist das denn? Bin wieder da. Die Suche war erfolgreich. Ich schätze mal. Ah, willkommen zurück. Ich schätze mal, dann haben wir jetzt hier frisches Blut. Ich frage lieber nicht zu viel nach. Okay, dann vielen Dank fürs Adoptieren, ihr beiden. Und ich würde dann mal schlafen gehen. Na, dann werde ich daraus mal Abendessen machen. Ich bin irgendwie gar nicht hungrig. Ich würde dann vielleicht zum Frühstück wiederkommen, okay? Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, meine Tochter. Okay, so, dann ich darf im Bett schlafen. Das ist gut. Was für ein wilder Tag. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute in einem Haus von Vampiren lebe und dass ich jetzt hier einschlafe. Aber ich schätze mal, so ist das Leben. Naja, gute Nacht. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr nämlich keine neuen coolen Videos mehr, so wie dieses hier. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!